Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Civilization 6 und unserem Liedermarathon mit Amanitore. Wir sind inzwischen in Folge 7 angelangt und ich verschaffe mir jetzt gleich mal keinen kleinen Überblick über die Spielsituation. Wir sind mit 5 Städten derzeit ganz gut aufgestellt, aber es reicht noch nicht. Wir sind bald in Runde 100 und es fehlen noch 14 Runden. Dann müssen wir entscheiden, ob wir diese Partie weiterspielen. Ich bin im Moment auf jeden Fall dafür, auch wenn wir eine schiere Übermacht der Römer gegenüberstehen. Mal gucken, ob wie wir die Römer klein kriegen. Also, ich möchte ungern einen Krieg gegen die Römer anfangen, aber vielleicht ist das irgendwann einer unserer Auswege, die wir vielleicht noch haben. Wir werden es sehen. Einmal ab und abwarten. Noch haben wir Chancen. Können wir noch uns nach Osten noch gut ausbreiten. Wir haben auch noch ein bisschen was zu entdecken. Hier oben ist noch ein Bonusdorf, was wir uns holen können. Und allgemein wollen wir auch noch ein paar Städte gründen. Das wird auf jeden Fall eine unserer nächsten Hauptaufgaben sein. Einmal das und natürlich auch der Wissenschaftssektor. Da müssen wir ein bisschen aufholen. 45 Wissenschaft ist nicht genug. Wir brauchen mehr Campi. Und da sind wir gerade dabei. Zwei werden gerade gebaut. Eine Bibliothek entsteht und wir machen natürlich fleißig weiter. Das wird also einer der Hauptaufgaben sein hier in den nächsten Runden. Wir haben noch ein paar Handwerker, die hier noch Sachen modernisieren können. Wir haben Nazca eingenommen. Wir fangen hier gerade an, so ein bisschen die Stadt. Entschuldigung. Ach, Mann. Gerade mitten in die Aufnahme. Naja, gut. Was soll's. Passiert ist passiert. Also, wir haben noch ein paar Handwerker, mit denen wir hier arbeiten können. Auch in Nazca wollen wir später einen Campus bauen. Hier müssen wir, wollen wir Liang etablieren, die hier unser nächstes Ziel ist mit den Gouverneurserweiterungen. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, sieht es ganz gut aus. Wir machen jetzt die Geschichtsaufzeichnung. Gibt noch einen Gouverneurtitel und wir bekommen auch mehr Campus-Nachbarschaftsbonusse. Das wird als wichtig. Das Bauwesen wird erforscht. Mehr Sägewerke, mehr Produktion. Auch das ist ein großes Problem in unseren Städten derzeit. 9,8 Produktion, ihr seht es, 4,3 Produktion, 11 Produktion und in Kawa sind es 8,7. In Meroe einzig und allein 21 Produktion, da haben wir ein bisschen mehr. Also das müssen wir auch bessern. Viel, viel zu tun, aber ich denke, wir kommen weiter. Mal schauen. Also hier können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen die Produktion erhöhen, indem wir hier Sägewerke errichten und ich denke mal, das können wir dann auch schon mal machen. Ja, ich würde sagen, wir starten ins Spiel. Wir haben hier keine Aktionen mehr zu machen. Und ich würde sagen, wir spielen weiter. Nächste Runde kommt und auf geht's in unser schönes Let's Play. Poppige Musik hier gerade im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich habe die ein bisschen lauter geschaltet, aber wenn ihr nicht hört, sagt nochmal Bescheid, schreibt es nochmal in die Kommentare. Es scheint so ein bisschen die Amanitore-Musik zu sein. Richtig poppig und geht richtig vorwärts her. Kriegt man richtig Lust drauf. Die vier Grundpfeiler des Universums sind Feuer, Wasser, Schotter und Vinyl. So, Bauwesen erforscht, sehr schön. Wir können jetzt Sägewerke errichten auf Waldfeldern. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir müssten mal schauen. Hier bewirtschaften wir drei Felder, unter anderem ein sehr gutes. Ja, genau. Wir wollen wir das Kupferfeld noch erweitern in einer Runde, damit wir hier mehr Produktion haben. Und dann würde ich fast sagen, können wir Napata ein bisschen stärken, indem wir hier das eine oder andere Sägewerk errichten. Gerade dieses Feld bewirtschaften wir schon. Und das sollte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, hier ein bisschen mehr, ja, Produktion reinzubekommen in die Stadt. So, nächste Forschung müssen wir auswählen. Was machen wir? Ausbildung 3 Minen. Ist das unsere dritte Mine, die Kupfermine? Wir haben eine Eisenmine. Ne, wir haben hier unten eine Kupfermine, Eisenmine. Das müssten zwei sein. Das dürfte die dritte Mine sein. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Ausbildung. Gibt Minen nämlich auch gleich mal plus ein Produktion mehr. Ich denke, das ist wichtig. Und wir können Industriebezirke bauen. Okay, das ist nicht ganz interessant. Aber ich denke mal, damit kommen wir dann auch Richtung. Ja, gut in Militärtechnik. Das, ja, können wir auch schon machen, Salpeter. Ist die Frage. Aber ich möchte erstmal die Ausbildung haben mit den Minenmodernisierungen. Das wäre jetzt mal wichtiger. So, hier gucken wir weiter mit unserem Speer. Hier geht's weit in den Süden noch runter. Ins schneebedeckte Land. Ja, genau. Ich würde sagen, hier schauen wir mal. Wir haben ja auf jeden Fall noch Kämpfe auszufechten. Wir müssen mal ein bisschen schauen hier, wo hier die Kämpfe sind. Genau, den erstmal nochmal einmal ausheilen. Da ist auf jeden Fall noch ein Speer. Ich weiß gar nicht, ob jetzt das Camp, das Barbarencamp schon weg ist. Wir sollten uns das auf jeden Fall mal gucken. Das muss irgendwo hier oben gewesen sein. Da sollen wir noch mal hinschauen. Demnächst. So, was sieht's aus? In einer Runde Campus fertig. Das ist schon mal sehr schön. Hier in 8 Runden, das wird noch ein bisschen dauern.
Also wir stellen schon mal den Handwerker hier drauf, dass der gleich in der nächsten Runde dann das Feld modernisieren kann, wenn wir das in Nazca dazu bekommen. Irgendwann ist alles erkundet und ich kann nicht zulassen, dass jemand meinen eigenen Erdeckern zuvorkommt. Oh, okay. Bartrieu mag das nicht, dass wir so viel Land aufdecken. So viel haben wir noch gar nicht aufgedeckt, wenn man mal die Karte sieht. Wir müssen noch einiges aufdecken hier. So viel haben wir noch gar nicht entdeckt. Ja, der Römer mag uns inzwischen nicht so. Müssen wir Angst haben? Ich hoffe ja nicht. Es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Einige sind sogar passiert. Die Geschichtsaufzeichnung wurde freigeschaltet. Sehr schön. Damit haben wir jetzt die schöne Wissenschaftskarte. Dazu noch eine neue Politikkarte für Diplomatie. Und wir können die große Bibliothek bauen, die allerdings schon gebaut worden ist in Runde 73. Das heißt, die können wir nicht bauen. Aber wir können unsere Politiken ändern. Das machen wir dann sofort. Genau, in dem Moment haben wir jetzt auch den Bonus für Geschichtsaufzeichnung bekommen, weil der Campus hier fertig ist. Aber hier, das allererste, was wir machen, ist erstmal hier eine Mine errichten. Das gibt uns den Bonus für Ausbildung, richtig, das ist die dritte Mine, wunderbar. Und wir wollen dieses Feld natürlich eigentlich auch bewirtschaften. Jetzt ist die Frage, wir büßen damit auch ein bisschen Nahrung und Wissenschaft ein. Wir haben ja auch wenig Wohnraum. Das Aquädukt dauert noch ein bisschen. Okay, mit Nahrung brauchen wir dann erstmal eigentlich nicht wirklich. Ist die Frage, wollen wir den Glauben weniger machen? Das erstmal. 10 Runden noch, bis das Aquädukt fertig ist. Ist auf jeden Fall viel besser. Und wir kriegen mehr Gold. Ja, ich nehme das Feld erstmal. Wissenschaft möchte ich nicht verzichten. Wir machen das so. Und schicken unseren Handwerker dann nach Napata. Ein Zeitalterpunkt bekommen wir. Für die freie Forschung. Da müssen wir jetzt auch wieder neu sammeln. Und den Bonus für die Ausbildung. Sehr schön. So, neue Kulturausrichtung ist gefragt. Die Militärausbildung ist frei, wir können Richtung Söldner gehen, Gilden. Wir schauen mal, welche Karte mir als nächstes gefallen würde. Ja, das wäre interessant mit dem Feudalismus. Wir bräuchten 6 Bauernhöfe, die haben wir natürlich nicht. Allianzen wäre interessant. Der Minakshi-Tempel. Ja, auf dieser Stufe habe ich wenig, was ich brauche. Wir schauen mal eine Stufe weiter. Mittelaltermärkte, Gilden. Die Monarchie wäre interessant. Wobei, zu wenig Wissenschaftskarten. Interessant wäre für uns die Theokratie eigentlich. Für die Monarchie müssen wir 2 Tempel bauen. Und hier müssen wir 6 Städte mit unserer Religion haben. Ich denke, das wäre ein valider Weg. Da müssten wir auf jeden Fall die öffentliche Verwaltung erforschen. Eine Stadt auf 10 wachsen lassen, davon sind wir noch weit entfernt. Was bringt uns die, bringt uns einen Gesandten? Ah, die Militärausbildung mit den Pferd- und Eisenressourcen, das würde noch vielleicht interessant sein. Wobei wir inzwischen viel Eisen haben, das brauchen wir nicht unbedingt. Hier gibt es auch noch einen Gesandten. Und grundsätzlich würde ich sagen, kommen wir hier erstmal besser hin. Wir nehmen erstmal die öffentliche Verwaltung und schauen mal, welche Regierungsform wir jetzt wählen. Politik ändern möchten wir gerne. Ja. Und da seht ihr schon, wir haben im Moment wenig Möglichkeiten, hier Wissenschaftskarten einzusetzen. Können wir nochmal die Regierung wechseln? Wir könnten auf die Autokratie wechseln. Die klassische Politik können wir nicht mehr wechseln. Die haben wir angefangen. Ja, die Theokratie wäre schon sehr, 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 sehr sinnvoll für uns. Also allgemein jetzt in Richtung neuer Politiken zu kommen, wäre sehr, sehr gut. Hier könnten wir auch ein bisschen mehr machen. Also Monarchie wäre, glaube ich, wirklich das Sinnvollste. Jetzt ist die Frage, bringt uns das was auf die Autokratie gewechselt? Also grundsätzlich... ja... Wunder bauen wir jetzt nicht, aber die Einheitenerfahrung brauchen wir jetzt gerade im Moment nicht. Und bei Bahnkampfstärke auch nicht. Also ich würde fast sagen, wir nehmen die Autokratie. Dann haben wir nämlich einen Diplomatieplatz mehr frei und könnten zumindest da ein bisschen was Besseres machen. Denn beim Militär würde ich sagen, ist die Karte schon die richtige. Mehr brauchen wir da jetzt erstmal nicht. Diplomatiekarten, ja, mit den Einflusspunkten, okay, so viel besser ist es auch jetzt nicht, aber... Auf das können wir eigentlich jetzt im Moment gar nicht verzichten mit den Annehmlichkeiten im Wohnraum. Und die Produktion möchte ich eigentlich auch erstmal halten. Ja. Wir nehmen hier die Einflusspunkte noch für die Gesandten.
Wir nehmen den Gouverneurstitel natürlich für Li Yang. Die befördern wir gleich. Und zwar würden wir gerne Richtung verstärktes Material gehen. Das heißt, wir nehmen die Bauaufsicht hier und dann verstärktes Material. Gut. 20% schnelleren Bezirksbau, das ist gut hier für den, für das Aquädukt. Das hilft da auch nochmal ein bisschen. So, Napata, neue Produktion. So, genau. Campus ist fertig, wunderbar. Das gibt wieder neue Wissenschaftserträge. Wir haben jetzt vier Bürger, da haben wir acht Wohnraum. Wir sind also sehr, sehr gut hier mit Wohnraum. Nahrung ist hier so ein bisschen das Problem. Welche vier Felder werden denn bewirtschaftet? Wir haben allgemein wenig. Also gut, wir haben eigentlich ganz gut Nahrung. Wir bewirtschaften auf jeden Fall die besten Felder. Dann ist die Frage, ein Kornspeicher gibt nochmal zwei Wohnraum mehr, eine Nahrung, Stadtmauern, ein Tempel wäre interessant hier zu bauen. Oder die Bibliothek dauert hier nicht ganz so lange. Würde vier Wissenschaft mehr geben. Tempel der Artemis, das sehe ich nicht. Petra, 37 Runden dauert mir einfach zu lange. Dann bin ich tatsächlich für die Bibliothek. Wie sieht es denn aus mit großen Persönlichkeiten? Okay, da sind wir weit weg. Also den sollen wir auch nicht bekommen. Okay, dann machen wir auf jeden Fall mal die Bibliothek, dass wir da vielleicht mal demnächst ein paar mehr Wissenschaftler ranbekommen. In Alkuru ist fertig. Wir können einen nächsten Bezirk bauen und ich würde sagen, hier bauen wir dann auch als nächstes die heilige Stätte. Die pusht dann auch noch mal ein bisschen den Campus. Nicht sehr, aber doch ein bisschen. Warum denn hier plus 2 und hier aber nur plus 1, wenn wir sie jetzt bauen? Das ist merkwürdig. Achso, wenn wir hier noch einen Bezirk bauen, klar. Wenn wir hier noch einen Bezirk bauen, dann natürlich plus 2. Ich denke mal, das können wir gut machen. Oh, was wir auch machen können in Napata, das überlege ich gerade. Wir könnten die Bibliothek auch kaufen. Wir wollen ja die Bibliotheken und so Gebäude in Wissenschaftsbezirken eigentlich mit Glauben kaufen. Dann machen wir das hier auch. Dann haben wir gleich die Bibliothek und bauen den Tempel dann. Ja, machen wir so. Das ist besser. Das ist deutlich besser. Und hier machen wir dann die heilige Stätte. Handelszentrum wäre hier auch möglich. Wir könnten dann tatsächlich dieses Feld hier roden. Mit dem Handwerker. Ja, machen wir. Heilige Stätte. Finde ich gut. Hafen ist auch okay, kommt dann später dazu. Und ich würde sagen, dieses Feld roden wir dann. Und welche werden hier bewirtschaftet? Eisen, Zucker, Mine und das ist gut. Ist auf jeden Fall in Ordnung erstmal. 11 Nahrung, 11 Produktion ist soweit erstmal gut. Da kann man nicht meckern. Genau, ein Gebäude mit Wissenschaftsgrundertrag errichtet. Es gibt Zeitalterpunkte und hier können wir. Oha. Ja, ich habe es befürchtet, dass hier unten noch irgendwo Barbaren sind. Leider. So, du ziehst jetzt an uns vorbei. Das ist unangenehm. Wir werden hier mal mit unseren Bogenschützen vorsichtig voranschreiten. Noch sehen wir keine Barbaren. Ansonsten haben wir irgendwelche weiteren Gebäude hier, die wir bauen wollen. Ne, das sieht soweit ganz gut aus. Der erste Tempel ist gerade fertig. Das heißt, wir müssen dann auch mal bald auf den ersten Apostel sparen, um unsere Glaubenssätze zu erweitern. So, Batrio möchte Pferde haben. Sie gibt uns aber ein bisschen Gold dafür. Das nehmen wir dann gerne an. Das ist in Ordnung. 427 Gold, da können wir auch mal schauen, ob wir demnächst mal wieder ein Gebäude mit Gold kaufen wollen. Und 56 Wissenschaft, wir sind zumindest da schon mal ganz gut. Mit unserem Speer müssen wir es aber wahrscheinlich erstmal abhauen. Weil Schwertkämpfer. Ja, naja. Schwertkämpfer werden wir nicht so leicht besiegen. Leider können wir da unten dann nicht weiter erforschen. So, ja. Luxusgüter wollen wir nicht tauschen, da können wir nichts machen. Liang, genau, ist jetzt etabliert. Wunderbar. Das bestärkt dann auch nochmal den Campus. So, wir können ein Missionar kaufen mit Glauben. Wir wollen aber als nächstes Apostel kaufen. 400 Glauben. Die müssen wir jetzt erstmal zusammen sparen. Wie geht's in Meroe weiter? Wir können den dritten Bezirk bauen. Oder den zweiten Bezirk. Ne, den dritten Bezirk bauen. Genau. Wir haben Heilige Städte und Regierungsbezirk. Und ich würde sagen, wir arbeiten jetzt auch hier am Campus. Stärkt auch nochmal die Heilige Städte hier. Dauert nur 5 Runden.
und soll ja auch unser wichtigstes Gebäude sein in der Hinsicht. So, was machen wir mit unseren Schwertkämpfern? So, wir schicken mal hier unsere Speerträger durchs Nadel. Die sollen mal da oben das Land noch erkunden und vor allem das Bonusdorf abgreifen, da oben. Handwerker bewegt sich. Die nächsten Bauprojekte dauern alle etwas länger. So kommen wir natürlich relativ schnell voran. So, wir gucken nochmal, was wir mit dem Gold Gutes tun können. Hier können wir nur Handwerker kaufen. Das könnte man sich überlegen. Wir können jetzt ja Sägewerke bauen. Welche Felder bewirtschaften wir hier? Wir bewirtschaften eigentlich derzeit die ganz gute Felder. Ich sehe damit keinen Bedarf, hier ein Sägewerk zu bauen. In Meroe könnten wir die Wassermühle kaufen. Die würde uns derzeit ein Nahrung, ein Produktion bringen. Leider nicht mehr, wir haben keinen Bauernhof hier. Wäre jetzt, ja, nicht so sinnvoll. Ein Handwerker, genau, für eventuelle Sägewerke, die wir hier bauen wollen. Das könnte man mal überlegen. Wir haben hier sehr, sehr viele. Den würde ich dann aber tatsächlich in Nazca kaufen. Da hätten wir nämlich sogar 4 Handwerker-Modernisierungen mit Liang jetzt. Und einen weiteren Handwerker zu kaufen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wir gucken mal. Also, Wassermühle bauen wir nicht. Na, Pater, könnten wir den Kornspeicher oder den Tempel kaufen? Den bauen wir aber im Moment. Wir haben im Moment eh nichts anderes zu bauen. Das passt von der Zeit. Ja, der Handwerker finde ich hier besser. Der hat dann auch 4 Monisierungen durch Liang, oder? Ja, genau. Perfekt. Dann kaufen wir davon den Handwerker. Jetzt müssen wir überlegen. Der schicken wir dahin. Und der soll nochmal roden. Hier unten. Wir haben in Napata jetzt noch ein weiteres Feld freigeschaltet. Mit Wald. Aber das ist erstmal soweit okay. Und im Meroe müssen wir auch nochmal. Lass uns das mal bitte kurz markieren. Was wollen wir machen? Wir wollen hier auf jeden Fall ein Sägewerk bauen. Da möchten wir auf jeden Fall ein Sägewerk. Wir wollen gerne hier ein Sägewerk. So, wir wollen eventuell in Alcuron ein Sägewerk. Das ist jetzt die Frage. Da haben wir 2 Runden den nächsten Bürger. Vielleicht ist das sinnvoll, ja. Hier wollen wir auch ein Sägewerk. Hier wollen wir roden. Wo ist das Rodungszeichen? So, jetzt ist die Frage, wie schicken wir jetzt unsere... Also hier haben wir 2 Aktionen. Die könnte sogar von ihm hier gemacht werden, dass wir ihn direkt hier runterschicken. So, jetzt gibt es noch die Frage in Meroe. Was wollen wir in Meroe noch machen? Wir haben hier nochmal 2 weitere Felder, wo wir Sägewerke bauen können. Das wären 3. Ja, und dann wäre es eigentlich auch fertig, ne? Machen wir das so? Ich würde sagen, ja. Wir haben ja erstmal keine Bezirke geplant. Handelsdistrikt wollen wir noch bauen, wichtig. Ja, machen wir so. Gut, dann ersetze ich nochmal ein paar Pins, dass wir hier auch noch ein Sägewerk und hier auch noch ein Sägewerk bauen wollen. Weil die auch bewirtschaftet werden. Stärkt massiv die Produktion. Das sind 3, 4. Jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, tatsächlich, den schicken wir runter und den schicken wir dahin. Und der kann dann hier oben weitermachen. Dann machen wir es so. Einverstanden? Ich würde sagen, ja. Und dann würde ich sagen, ab in die nächste Runde. Es gibt keine leichte Art, einen Praktikanten anzulernen. Meine beiden Methoden sind Vormachen und Meckern. So, die Ausbildung erforscht. Sehr schön. Das heißt, unsere Minen geben plus 1 Produktion. In Nazca jetzt deutlich mehr Produktion. Wir sind bis bei 8,7 schon mal. In Kuru bei 13. Das gefällt mir gut. In Nadpata, in Meroe überall 26 sogar. Also das ist super gelaufen mit dem Ausbildung, in der Ausbildung. Wir machen gleich weiter da an der Stelle. Gehen wir in Richtung Militärtechnik. Wollen wir Salpeter erforschen?
Das wäre natürlich für unser Militär eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Auch das Bildungswesen mit der Universität wäre interessant. Da sind wir aber noch weit davon entfernt. Hier oben brauchen wir eigentlich gar nichts. Häfen, Pikiniere, Staudämme ist alles nicht so wichtig. Ja, wir gehen in Richtung Militärtechnik. Ich denke, das ist sinnvoll. Ja, wir gucken mal hier weiter nach Westen. Wir wollen auch noch natürlich die anderen Zivilisationen noch freischalten, die wir bekommen haben. Oh, so, wo ist jetzt der Speer hin? Ah, okay, der hat sich zurückgezogen. Gut. So, und nächste Einheiten. Genau, wir gucken mal hier hoch. Am Fluss entlang. Das sieht gut aus. So, und unsere... Genau, du sollst da runter. Und du sollst dahin. Wunderbar. Perfekt. Das greift doch alles eins andere hier. Sonst geht's uns soweit gut. Und dann gucken wir mal, wie kommen wir denn relativ schnell jetzt in die Dinge. Also zwei Tempel bauen, das kriegen wir hin. Wir bauen gerade den zweiten Tempel. Das heißt, wir kommen danach gut zur Monarchie. Und sechs Städte müssen unsere Religion tragen. Kriegen wir das denn hin? Wie sieht es denn im Moment aus mit der Religion? Wir haben fünf Städte in unserer Religion. Wir könnten, ja, Ravenna konvertiert in 9 Runden. Vielleicht reicht das schon. Das wäre ja was. Die Römer ja noch ohne Religion. Die wollten wir uns auch für uns nutzbar machen eigentlich. Nur, wenn wir die bekehren, bekommen die dann auch gleich mehr Wissenschaft. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also, schwierig alles. Alles sehr, sehr schwierig. So, mir gefällt nicht, dass unser Speer... Oh, kurz zurück. So wenig Leben hat, ehrlicherweise. Das würde ich gerne ändern. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwie eingeholt kriegen. So, hier gucken wir natürlich nochmal ein bisschen weiter nach oben. Und der hier, oh ja, okay, die sind noch da. Ja, okay, alles klar. Oh ja, und wir kriegen hier auch megamäßig Schaden, wenn wir hier angreifen. Das heißt, wir müssen um den Fluss herum. Neues Weltwunder gebaut. Meenakshi-Tempel. In Runde 92, wenn ich das richtig sehe. Okay. So, mehr Wohnraum in Nazca. Das wird in 3 Runden das Aquädukt fertig. Dann haben wir da auch deutlich mehr Wohnraum. Wir können Gesandte schicken. Ich würde sagen, Rapa Nui bringt uns im Moment nichts. Im Mittler sind wir noch so zerrehen. Da brauchen wir im Moment keine. Ich denke, wir sparen die zwei Gesandten erstmal auf. Und schauen mal. Uns fehlen auch noch einige Stadtstaaten. Es sind noch 4 Stadtstaaten, die wir nicht getroffen haben. Oh, einer wurde eingenommen. Nazca. Stimmt. Nazca gibt es ja nicht mehr. Oh Gott. Ja, Nazca wurde eingenommen. Also noch 3 weitere, die wir noch entdecken können. Dementsprechend würde ich das erstmal ein bisschen aufschieben. So, wir gucken mal, dass wir hier weiter spielen können. Genau, das ist das Problem. Wir werden jetzt einmal hier über den in strategisch gute Felder gehen. Mit beiden Einheiten, dass wir hier ein bisschen mehr Defensive haben und gucken mal, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen. So, Campi werden bald fertig. Die können wir dann auch mit Glauben kaufen. Wir müssen noch ein bisschen sparen für den Apostel. Wir haben schon wieder 376 Gold. Wir könnten also schon wieder weitermachen damit. Aber ich denke, noch passt das eigentlich. Ich denke mal, noch müssen wir da nichts machen. Und wir gehen dann gleich mal in die nächste Runde. Ja. So, jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, wir beschießen gleich mal die eine Einheit. Beide ja eigentlich schon gut aufgelevelt. Die Frage ist, ja. Ich denke, das ist ganz gut, die Attacke jetzt zu machen. So haben wir die ein bisschen geschwächt, bevor sie über den Fluss angreifen. Und wir haben einmal Zucker extra. Wer möchte Zucker haben? Oh, Batrieu, und sie gibt uns 12 pro Runde. Ja, machen wir auf jeden Fall. So, und hier haben sie jetzt, glaube ich, tatsächlich den... Ist der jetzt weg? Der... Ach, der sitzt da oben in Mietler. Naja gut, dann wird der wahrscheinlich jetzt besiegt werden. Wir gucken mal, dass wir da hochkommen. Dass wir unseren Bogenschützen etwas helfen. So, Handwerker ist da. Ich würde sagen, einmal roden hier. 32
Produktion 32 Nahrung, wunderbar. So, 5 Felder, die bewirtschaftet werden. Das sieht super aus, dass wir das Feld bewirtschaften, ist super. Da gibt es gleich nochmal ein bisschen Produktion mehr. Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Wunderbar. So, und hier dann nächste Runde das erste Sägewerk. Genau, wir sparen jetzt erstmal ein bisschen Glauben für den Apostel. Ich denke, das ist sinnvoll. In einer Runde Campus fertig, wunderbar. In einer Runde wissen wir auch, wo Salpeter ist. Auch das ist wichtig. Was man natürlich auch schauen könnte mit dem Gold, ob wir uns da nicht nochmal einen leichten Siedler kaufen demnächst. Ob wir da ein bisschen sparen. Je mehr sich die Wissenschaft in die Kriegsführung einmischt, desto mehr wächst der Bedarf an Technikern in den Feldarmeen. Im letzten Krieg gab es niemals genug Pioniere. So, Militärtechnik haben wir. Und was sehr erfreulich ist, erstmal sehe ich, dass wir Salpeter bekommen haben. Das bedeutet, wir sitzen auf Salpeter. Und zwar zweimal. Einmal, da wo die heilige Stätte ist, ist Salpeter. Oh, und hier in Meroe, direkt an der Stadtgrenze. Da können wir sogar eine Salpeter-Mine errichten. Oh, das sollten wir machen. Dann würde ich sagen, das hat auch zwei Nahrung, das Feld. Verzichten wir erstmal hier auf den. Ach, guck mal, das müsste man vielleicht auch roden hier. Oh, das gibt. Warte mal, jetzt müssen wir mal überlegen. Also hier wollen wir jetzt erstmal natürlich das Sägewerk machen. Klar. Das hilft mir Napata unwahrscheinlich. Das ist gut. So, das lassen wir erstmal. Jetzt hat er noch 3 Modernisierungen. Wir könnten hier einen. Genau, die Bibliothek wollten wir mit Glauben kaufen. Das machen wir auch. Deswegen bauen wir die jetzt erstmal nicht. Wir sparen aber auf den Apostel. Deswegen warten wir damit erstmal. Ich wäre hier stark für den Siedler, der 5 Runden dauert. Wir sind noch lange nicht am Wohnraum-Cap, aber trotzdem würde ich sagen, wir brauchen neue Städte. Wir brauchen mehr Städte vor allem. Und da bin ich jetzt stark. Und das ist die einzige Stadt, die das kann. Die das wirklich. Ja, lass uns jetzt einen Siedler. Wie viel kostet ein Siedler eigentlich mit Geld? 680, den hätten wir auch bald zusammen. Den könnten wir uns mit Gold kaufen. Oh, jetzt bin ich überlegt, was wir machen. 16 Runden dauert Petra. Wenn wir die bauen, wir kriegen ja gerade, haben ja gerade auch die Regierungsform, dass wir 10% mehr, wenn wir Wunder bauen. Die Petra wäre wunderbar. Petra wäre wirklich wunderbar. 155 Gold für dieses Feld. Und dann wäre hier natürlich ein super Kulturbezirk und eben kein Theaterplan, also kein Handelsbezirk. Den könnte man dann woanders hinstellen. Wie viele Wüstenfelder haben wir in Meroe? Die hier auf jeden Fall alle, ne? Das nicht unbedingt. Mehr Wüstenstädte hätten wir vor allem hier, aber hier die Petra zu bauen wäre Quatsch. Gibt halt Erträge für die Wüstenfelder wahnsinnig viel. Das wären halt aber eigentlich nur das hier. Die beiden. Und die beiden. Das wäre so ein bisschen verschenkt. Schwierige Entscheidung. Ich würde Petra sehr gerne bauen. Die dauert auch nur 16 Runden. Wird die irgendwo gebaut? Wir können ja mal suchen. Null Ergebnisse gefunden. Okay. Gebaut wird sie also im Moment nicht. Da könnten wir jetzt überlegen. Sollen wir das riskieren für 3 Felder, die da zu bauen? Da ein Sägewerk rein. Achso, hier können wir übrigens das jetzt löschen. Und hier gehen wir jetzt auf jeden Fall da hoch. Das ist die Frage. Ich hätte die schon Lust zu bauen. Wenn wir sagen, wir kaufen die Bibliothek mit Glauben, wenn wir genug Glauben haben. Die kostet ja auch nur 180 Glauben. Das kriegen wir relativ schnell zusammen.
Wir kaufen den Siedler mit Gold. Dann haben wir derzeit nichts, was wir produzieren. Wassermühle haben wir gesagt, schließen wir aus. Aquädukt ist auch Quatsch. Giebel Berkal wäre auch interessant. Allerdings brauchen wir das Eisen inzwischen nicht mehr. Deswegen... Zwei Nahrung, zwei Gold und eine Produktion. Das wäre natürlich super krass hier für diese... Für den Wüstenhügel, weil das nochmal zusätzliche Erträge sind. Also das Feld wäre schon krass. Und es würde halt unsere Kultur ein bisschen steigern, indem wir ein bisschen Möglichkeiten haben, nochmal den ein oder anderen Kulturbezirk zu bauen. Und hier wäre ein sehr guter Platz dafür. Ja, ich glaube, bereuen tun wir es nicht. Wir bauen die hin. Wir versuchen das Beste. Dann bauen wir aber hier einen Theaterplatz hin. Der massiv hier Theater... Boah, der kriegt super viele Bezirke. Das wäre super gut. Und hier belassen wir jetzt natürlich beim Handelszentrum. Ja, das machen wir. Machen wir so. Ich denke, das ist in Ordnung. Probieren wir das Beste. So, wir haben nochmal einen Zeitalterpunkt bekommen wegen Wissenschaftsgrunderertrag. Wir haben die Technologie über die Massenproduktion fertiggestellt. Wunderbar. Und wir können jetzt hier mal den Speer ein bisschen einkreisen. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass unsere Bogenschützen überleben. Das sieht gut aus. Neue Forschung gewählt. So, das ist immer sehr schön. Dann, nächster Schritt. Wir gehen in... Ja gut, Massenproduktion, da sind wir noch weit weg. Schießpulver, Steinbruchmodernisierung wäre natürlich schön, Druck. Lass uns mal nicht so langfristig denken. Geil, Schiffsbau brauchen wir nicht. Militärtaktik, Pikeniere, wir haben einen Speerträger, den könnten wir dann aufbessern. Dauert nur 3 Runden. Richtung Bildungswesen wäre auch interessant, da brauchen wir einen großen Wissenschaftler. Davon sind wir, glaube ich, ewig weit entfernt. Wir machen zwar inzwischen 4 Punkte, aber der nächste 12,6 von den Römern, 10,3, also da werden wir ewig keinen bekommen. Da brauchen wir uns keine, Illusionen machen. Da sind wir wirklich weit weg. Dann machen wir erstmal die Militärtaktik, weil wir da relativ schnell vorankommen. Und über das Bildungswesen können wir dann theoretisch Richtung Massenproduktion gehen. Hier oben gibt es erstmal nichts Spannendes. Schießpulver wäre sicherlich interessant. Darüber müssen wir über den Steigbügel vor dem Milismus ausrichten. Da sind wir auch noch ein bisschen von entfernt. Gehen wir erstmal auf die Militärtaktik. Das dauert nur 3 Runden. Das kriegen wir relativ schnell erforscht. So, nächster Campus in einer Runde fertig. Also wie gesagt, den Siedler kaufen wir und das andere machen wir auch mit Glauben. So, Krieg. Rapa Nui hat Wilhelmina den Krieg erklärt. Oh, da gibt es Krieg, glaube ich, zwischen den Römern und den Niederländern, wenn ich das richtig sehe. Ah ne, Wilhelmina hat Bartrieu den Krieg erklärt. Oh, das ist interessant. Das heißt, hier wird Krieg ausgefochten. Okay, das hilft natürlich den Römern vor allem. Hier ist die heilige Stätte fertig und wir bauen den nächsten. Schön, das gibt Produktion in der Stadt. 18 Produktion, 12 Nahrung, sehr schön. Dann, nächstes Gebäude. Der Schrein, ich würde sagen der Schrein auf jeden Fall. Tempel der Artemis wird nicht viel bringen. Eteminanki. Tja, Sumpfgeländefelder haben wir nicht in der Stadt. Kilvagisane, das andere ist alles nicht so spannend. Ja, ich denke, der Schrein wird interessant. Sehr gut. Mehr Glauben, wichtig. So, auch in Kawa brauchen wir Produktion. Bibliothek soll mit Glauben gekauft werden, klar. Dann würde ich sagen, hier der nächste Bezirk eigentlich, den wir bauen müssten. Die heilige Stätte wäre spannend zwischen den beiden Bergen. Ja, ich denke, das machen wir auch. Kostet dann zwar nochmal 100 Gold, aber das opfern wir dann mal so ein bisschen. In Nazca. Aquädukt fertig. Wunderbar. Viel mehr Wohnraum jetzt. Diese Stadt kann jetzt endlich richtig wachsen. Das nutzen wir gleich für den Bau eines weiteren Bezirks. Nein, das können wir noch nicht machen. Erst in der... Oh, in einer Runde könnten wir das theoretisch machen. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt den Schrein schnell. Und dann das nächste Bauprojekt kommt dann hierhin auf das Nahrungsfeld. Oder wir bauen dann den Campus als nächstes, genau.
So, jetzt ist hier ein Schwertkämpfer. Ich glaube, wir müssen uns hier mal. Tja, schwierig. Ein bisschen verteidigen, glaube ich. Auch ein Bogenschütze. Der heilt mal aus. Armbrustschützen sind jetzt hier. Das ist natürlich alles sehr, sehr ungünstig. Wir haben auch eine sehr, sehr breite Front. Tja, es ist die Frage. Wir können ihn hier auf jeden Fall mal hier runterrücken und ihn hier auf den Hügel und ausheilen lassen. Es wird also ein etwas schwerer Kampf da. Und dann gehen wir, glaube ich, wieder in die nächste Runde. Wie sieht es hier aus mit unserem Handwerker? Bitte einmal da hochziehen. Ist wichtig. Gut, wir brauchen 400 Glauben für den Apostel, ne? Das war, glaube ich. Genau, 400 Glauben für den Apostel. Und genau, 480 Gold, glaube ich, für den Siedler, richtig? Ja, nee, 680 Gold. Okay, gut. Sollten wir als nächstes dann mal angehen und keine Geländefelder mehr kaufen. Wie sieht's aus mit der Religion? Okay, Ravenna konvertiert in 12 Runden. Das ist ein bisschen längerfristig geworden. Ja, hier werden wir jetzt mit Bogenschützen beschossen und es kommen noch mehr Einheiten hier. Das ist alles ungünstig. Das ist wirklich alles sehr ungünstig. Was machen wir jetzt? Wir brauchen strategisch kluge Positionen. Das sind die jetzt nicht. Also ja, das Problem ist der Bogenschütze da. Klar, zurückziehen ist auch schwierig, ne? Ja, doch. Wir ziehen uns mal zurück. Ich denke, das ist das Sinnvollste derzeit. So. Meroe hat 9 Bürger inzwischen. Genau, wir könnten das jetzt noch roden. Wir haben jetzt noch 3 Verbesserungen. Ich würde tatsächlich sagen, wir nehmen hier ein Sägewerk weg, bauen die beiden Sägewerke und roden hier dieses Flächenende. Also das würde natürlich für die Petra dann schneller gehen. Ich denke, das ist sinnvoll, dass wir das Weltwunder schneller gebaut bekommen. Wissenschaftserträge bei 70 inzwischen, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das war auch schon mal schlechter zumindest. Unser Speer ist auch fast ausgeheilt. So, nein, den gemeinsamen Krieg gegen Trajan, nein, wollen wir nicht machen. Salpeter könnten wir erstmal tatsächlich vertauschen. Ja, wir wollen Ilias nicht haben. Einmalig 137. Oh ja, nehmen wir sehr gerne. Ja, offene Grenzen würde sie uns auch noch geben. Okay, können wir noch mehr Gold von ihr haben? 138 Gold sogar. Wollen wir ein Luxusgut von ihr haben? Für 113 Gold kriegen wir sogar noch ein Luxusgut für Annehmlichkeiten. Ja. Für 7-mal Salpeter. Was? Okay, 88 Gold haben wir beide sogar bekommen. Okay, nehmen wir an. Das gibt uns mehr Annehmlichkeiten für unsere Städte. Die sind super glücklich, das sieht super aus. Boah, die können sehr, sehr weit schießen. Aber unser Schwertkämpfer hat jetzt eine Beförderung, das ist schon mal gut. Oh, gemäßigte Flut im Reich der Römer. Taktik bedeutet, mit dem, was du hast, das zu tun, was du kannst. Okay, so, und wir müssen uns jetzt mal tatsächlich mal taktisch ein bisschen zurückziehen. Also, den hier könnten wir befördern. Mich nervt dieser Bogenschütze da. Den müssen wir irgendwie zwingend auf die andere Flussseite zu wechseln. Hier runter vielleicht und dann auf. Ja. Und dann hier die Beförderung. Und hier in den Wald. Das ist erst eine Möglichkeit. Achso, wir wollen jemand Pferde haben. Oh ja, es wollen welche Pferde haben. Auch die können wir nochmal weggeben. Ja, sehr gut. 86 einmalig. Das haben wir dann bald unseren Siedler schon zusammen. Das ist wunderbar. Und hier gehen wir dann hier hoch. Cool. Das hat ein bisschen was gebracht. Wir können einen Apostel kaufen. Machen wir. Also, mit diesem Apostel werden wir jetzt erstmal noch unseren Glauben reformieren. Neue Glaubenssätze wählen. So, nächste Forschung.
Bildungswesen 5 Runde. Wir haben ja gesagt, es dauert eh ewig, bis wir das schaffen könnten. Steigbügel 5 Runden. Bringt die Weidenmodernisierung ein Nahrung mehr. Würde auch nicht uninteressant sein. Geht dann Richtung Schießpulver, Bankwesen und so weiter. Burgen sehe ich im Moment nicht so wichtig. Irgendwie finde ich die Steigbügel ganz interessant. Universitäten bauen wir noch nicht. So, was machen wir hier? Tja, wenn wir jetzt den angreifen lassen, dann... Boah, sieht schwierig aus hier. Der Pikenier ist natürlich anstrengend. Der ist wirklich sehr anstrengend hier oben. Der wird sich hier oben nach uns zu uns orientieren. Der wird als nächstes, kann der nicht in den Wald ziehen. Der kann auch nicht auf den Hügel ziehen. Der hat nicht genug Fortbewegung. Oh nein, da ist noch ein Armbrustschütze. Okay, aber das ist gut. Wir können den angreifen. Müssen wir auch machen. Und der greift den Pikenier an. Oh Mann. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt Einheiten hier an die Barbaren verlieren. Das sieht echt übel aus. Okay, Mietler. Ah ja, der Bogenschütze zieht sich zurück. Okay, der greift den. Ah, ja, okay, das ist schon mal eine Einheit gewesen. Sollen andere sagen, was sie wollen, aber die Blüte des Mittelalters begann mit der Entdeckung der öffentlichen Verwaltung durch Nubien. Ein Zeitalter. Der Steuerzahler ist jemand, der für die Regierung arbeitet, aber keine Prüfung für den öffentlichen Dienst ablegen muss. So. Öffentliche Verwaltung freigeschaltet. Sehr schön. Wir können neue Politikkarten wählen. Machen wir gleich. Erstmal möchte ich mich ein bisschen mit dieser Situation hier beschäftigen. Der steht im Wald. Das heißt, da sind wir jetzt eher schlecht. Ich würde sagen, wir gehen hier hin und hier und zwingen den hier in den Sumpf zu ziehen. So, wir sitzen hier ein bisschen in der Falle, was das angeht. Wir müssen jetzt weiter den Armbrustschützen schwächen. Der macht mir zu viel Schaden. So, wir können Zucker einmal vertauschen. Möchte aber niemand haben. So, unser Post hat eine Beförderung. Frei. Aber wir werden jetzt erstmal unseren Glauben missionieren. Mehr Glaubenssätze für uns. So, wir wollen natürlich gucken, dass wir irgendwas mit Wissenschaftsertrag gleich nehmen. Nochmal den Zeitalterpunkt und eine Einheit wurde besiegt. So, nächste Ausrichtung. Ja, wir wollen das göttliche Recht haben als nächstes mit den zwei Tempeln. Der zweite Tempel ist in einer Runde fertig. Petra in 9 Runden. Okay, hier wollen wir auf jeden Fall das Sägewerk jetzt bauen. Dann Salpetermine gleich als nächstes und dann wählen wir jetzt erstmal den Glaubenssatz. Also, was können wir noch machen? Hier bei den Gebäuden würde ich sagen, das mit der Produktion ist leider weg. Leider ist das weg. Ich hätte das super gerne genommen. Das hat uns irgendjemand geklaut. Da, der Zara-Tourismus hat uns das geklaut. Die hätte ich sehr gerne gehabt wegen der Mehrproduktion. Aber wir kriegen andere Wege. Vielleicht das mit der Nahrung dann vielleicht noch interessant. Gibt bloß einen Wohnraum auch noch dazu. Die finde ich gar nicht so schlecht. Wir nehmen aber erstmal den interkulturellen Dialog. Plus ein Wissenschaft pro 4 Anhänger dieser Religion. Bei mehr Städten und unseren Städten finde ich das gut. Pusht unsere Wissenschaft auf jeden Fall nochmal. Neue Regierungsform. Politikkarten ändern. Wollen wir das? Nein, da nicht. Wir wollen das Geld auf jeden Fall einsparen. Annehmlichkeiten haben wir genug. Die Städte mit der Produktion lassen wir auch. Auch das lassen wir alles so, wie es ist. Das ändern wir nicht. Aber wir können jetzt in Meroe einen Siedler kaufen. Und das machen wir. So. Wo wird hier bewirtschaftet? Auf welchen Feldern? Da, da. Okay, Nahrung auch da. Krass. Das ist bewirtschaftet. Das. Und dann wollen wir eine neue Stadt bauen. Die Frage ist nur, welche wir als erstes machen. Die hier an der Küste mit Gips, Bernstein und so finde ich nicht so spannend. Hier oben mit den Füchsen, hier gibt es natürlich deutlich mehr Erträge, ist aber nah an den ganzen Barbaren. Hier oben wäre nochmal Salpeter, hier ist Gips. Die Stadt hier unten hätte mehrerweise viel Gips, einiges an Nahrung.
Wir kriegen auch in jeder Stadt gleich einen Handwerker. Vielleicht dann gucken, dass wir im ersten Ring auch gleich was damit anfangen können. Das wäre natürlich hier super. Also ich würde tatsächlich sagen, die Stadt hier am ehesten. Ja, hier könnten wir gleich Weizen, Pelze, einiges mehr machen. Und die Stadt könnte so ein bisschen dazu fungieren, dass wir da unsere so also einen Hub haben und den so ein bisschen verbessern. So, also Regierung haben wir gewechselt. Wir lassen bleiben es bei den Regierungsformen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, wir haben die Dreiviertelstunde geschafft. Eine Folge ist vorbei. Die nächste folgt für euch am Freitag. Es bleibt spannend. Wir sind inzwischen in Runde 98. In der nächsten Folge müssen wir uns entscheiden, spielen wir die Partie weiter oder nicht. Wir dürfen nicht über den Folgenwechsel zu 100 gehen. Dann müssen wir uns entscheiden. Aber ich denke mal, es spricht vieles dafür, dass wir weiterspielen. Auch wenn es eine sehr, sehr schwere Partie wird. Gerade gegen den Römer. Aber wir machen auf jeden Fall weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf jeden Fall bis dann. Ciao.